So, läuft's doch. Ach, sehe ich wieder fertig aus. Das ist mir egal. Ich merke, dass ich selten im Spiel bin. Ja, wollte noch mal kurz hier gerade mal, weil so ein paar Leute gefragt haben, wie man halt so aussieht. So rosig sieht's aus. Mir geht's blendend, egal wie ich gerade aussehe, aber die letzten paar Wochen waren sehr aufregend für mich. So ist besser, ne? Ja, weil ich angefangen habe, das neue Buch zu schreiben, wie viele von euch schon mitbekommen haben. Das heißt König, das ist eine Gebrauchsanregung zu einem selbstbestimmten Leben. Und es ist natürlich wieder nicht für jeden was, aber für Leute, die gerade nach Ideen suchen, wie sie ihr Leben ein bisschen mehr selber in den Griff wieder bekommen können, stehen da sehr viele schöne Anregungen drin. Und es wird ab dem 26. September auf dem Markt sein. Das heißt, ich muss es noch schnell zu Ende schreiben. Aber ja, das ist halt, es geht mir halt mal wieder einfach sehr, sehr leicht von der Hand und macht immensen Spaß. Besteht aus zwei Teilen, einem theoretischen Teil und einem praktischen Teil. Im praktischen Teil lesen wir die Geschichte Ein Tag in Nanny und treffen auf Samira und Nathan wieder. Und es ist dementsprechend wundersam. Ja, macht Spaß. Und dann, ja, halt entsprechend herzliche Einladungen zu irgendwelchen Spielchen, die man natürlich dann im realen Leben mitleben kann, mitspielen kann. Wie zum Beispiel halt eben auch, und das sage ich gerade nochmal aus aktuellem Anlass, die Aktion Shirin kommt nach Hause, wo die Cassandra mir heute nochmal eine Sprachnachricht geschickt hat, in der sie sagte, dass sie Nachricht von etlichen Leuten bekommen haben, hat, die von der Aktion überhaupt nicht mitbekommen haben. Hallo! Wie soll's? Und, Hundi? Ja, die, aber auch irgendwie nicht mitbekommen haben, dass die Aktion immer noch läuft, weil Shirin ist ja immer noch nicht zu Hause, nicht wahr? Folglich ist die Aktion noch nicht zu Ende. Auch wenn es ein bisschen eingeschlafen ist zwischendurch, was vielleicht gar nicht so übel war. Aber im Moment scheint ein sehr großes Interesse daran zu bestehen, das doch nochmal anlaufen zu lassen und die Shirin doch noch nach Hause zu holen. Übrigens in dem neuen Buch, in der Geschichte Ein Tag in Nanny, auch eine Rolle spielt. Und ja, wer halt eben möchte, der kann da immer noch mitmachen. Ihr gebt einfach den Hashtag Shirin kommt nach Hause ein, dann findet ihr alles, was ihr braucht. Ich kann unter dem Video auch nochmal den Blogartikel verlinken, in dem immer möglichst aktuell das drin steht, was gerade Sache ist. Und, oh, mir trennen so die Augen. Wahrscheinlich hört man auch ziemlich scheiße wegen dem Wind, ne? Ich muss mir das gleich erstmal anhören, bevor ich das hochlade. Dann muss ich das zu Hause nochmal machen. Ja, ne? So. Viel mehr wollte ich auch eigentlich gar nicht sagen. Wer Interesse hat, Shirin nochmal nach Hause zu bringen, ist herzlich eingeladen, das nach wie vor zu tun. Und ihr braucht auch eigentlich überhaupt gar nicht auf irgendeinen großen Startpfiff noch zu warten, der ist längst gefallen. In der Gruppe Shirin kommt nach Hause, kann man jetzt einfach auch nochmal sich den aktuellen Status quo angucken und austauschen und fragen und
berichten, was man so erlebt hat. Und dann sehe ich da immer noch sehr große Chancen dafür, dass wir diesem Kind helfen können, nach Hause zu kommen, zu ihrer Mama, wo es hingehört. Ja. Wir tun hier unser Bestes, wir tun, was wir können. Wir machen uns dafür strafbar, indem wir zu solchen Dingen aufrufen, was uns dann als Volksverhetzung ausgelegt wird. Mehr können wir nicht tun. Ja, das ist halt eben das. Diese Aktion ist eine, die uns zeigen soll, was für uns alles drin ist, wenn wir mal zusammenarbeiten. Das bedeutet aber auch, dass jeder seinen kleinen Teil einfach auch dazu beiträgt. Und es geht hier halt eben um einfach so locker mal einfach mal dreimal am Tag anrufen, faxen oder mailen an die entsprechenden Stellen, mal nachfragen, was denn jetzt eigentlich da jetzt mit dieser Shirin Pirkes los ist und wieso die nicht bei ihrer Mutter ist. Einfach ganz freundlich mal nachfragen. Ne, das Wichtige bei dem Ding ist, wir brauchen die in keiner Weise als Gegner anzusehen, wir brauchen uns nicht mit denen anzulegen, wir müssen die nicht missionieren, überzeugen oder sonst irgendwas. Ja. Wenn das nur genügend Leute tun, aber dafür brauchen wir halt eben die anderen, die da mitmachen, euch, wenn ihr Lust habt, euch nicht, wenn ihr keine Lust habt, gar kein Problem. Ne, das ist hier einfach nur eine Erklärung dessen, was wir gerade machen und warum wir da um entsprechende Mithilfe bitten. Weil das halt eben ist, ein Zusammenspiel, kann man alleine nicht machen. Ne, so wie den Weltfrieden installieren, das ist ein Zusammenspiel. Das kann man alleine nicht machen. Aber man kann alleine seinen Teil tun, indem man einfach seinen Frieden schon mal findet. Und damit die Welt ein kleines 7-Milliardenstel Stückchen friedlicher macht. Das ist schon mal ein immenser Bruchteil. Soll man gar nicht für möglich halten, aber für dich der Wesentliche. Ja, so. Boah, meine Augen tränen so, ne? Boah, der Wind macht mich fertig. Na egal, ich bin noch ein bisschen übernächtig, aber das darf so. Man muss nicht immer gut aussehen. Ich finde das voll toll. Gefällt mir.